Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum zweiten Teil Hilfestellungen 88. Nachdem im ersten Teil verschiedene Fragen aufgegriffen wurden, die in der Christenheit zu Zerwürfnissen und Spaltungen führten und führen, wendet sich der zweite Teil mehr dem praktischen Leben zu. Es soll anhand der Heiligen Schrift aufzeigen, wie das tägliche Leben von Jüngern Jesus und Mitgliedern der Gemeinde Jesu ausschauen könnte bzw. sollte. Warum hier eine Unterscheidung zwischen Jüngern und Gemeinde eingeflochten ist, wird der aufmerksame Leser bzw. Zuhörer im Verlaufe dieses Teiles herausfinden. Das soll an dieser Stelle nicht vorgegriffen sein. 89. Wer in diesem Teil nun einfach nach Mängeln an anderen sucht, um erneut auf die anderen zeigen zu können, der dürfte den ersten Teil kaum verinnerlicht haben. Hier geht es nun vielmehr darum, eine biblisch fundierte Selbstreflexion vornehmen zu können. Noch mehr als im ersten Teil wird in diesem Teil die Sprache der Bibel selbst Verwendung finden. Wenn der Leser bislang bereits parallel zum Lesen dieses Buches die Bibel verwendet hat, so wird er unschwer erkennen, dass sich die Texte nun noch mehr decken. Das ist nicht Zufall, sondern beabsichtigt. Gerade in der Sprache der Bibel kann so auch in unserer Zeit der größte Nutzen für jeden Einzelnen erzielt werden. Durch diese Technik wird schnell klar, dass die Bibel nicht ein veraltetes Buch ist, das doch auf heutige Fragen keine Antwort hat. Vielmehr dient dies dazu, dass der heutige Mensch, der nur schwer die Zeit findet, an die 1500 Seiten kleingedruckter Bibeltexte durchzusuchen, einige sehr wichtige Lebenshilfen auf wenigen und großgedruckten Seiten finden kann.